Schau mal kurz, schau mal bei mir kurz. Guck mal, jetzt mach mal kurz zu. Guck mal, bei dir geht es oben so übelst krass hoch, gell? Guck mal, wenn ich mach, das Brust ist ja jetzt generell nicht so meine Stärke, aber gerade obere Brust ist halt voll der Abfall. Voll der Abfall, ja. Aber weißt du, ich mache immer Schrägbanddrücken, gell? Ja. Mit der Langhantel und mit der Kurzhantel. Mhm. Aber jetzt, ich habe so keine Ahnung, was noch so für Übungen machen kann für die obere Brust. Hast du da irgendwas, was so ein bisschen die obere Brust rausholt? So Leute, der Nico hat jetzt seine kleine Frage gestellt. Ich glaube, für euch ist es auch sehr interessant zu wissen, wenn ihr an dem Punkt angelangt seid, wo ihr sagt, okay, ich will, dass die Konturen meiner Brust sich deutlich abzeichnen. Ich bei einem T-Shirt mit dem V-Ausschnitt hier die obere Brust drin haben will, hier diesen Strich in der Mitte haben will. Und da habe ich noch ein kleines Extra oben drauf gepackt, Trizeps. Ich zeige dir jetzt kurz eine Übung, mit der du die obere Brust, die innere Brust, also quasi diese Partie hier trainierst und noch deinen Trizeps. Was wir brauchen, ist eine Bank. Ich zeige dir mal, wie wir die einstellen. Das ist eigentlich der klassische Bank. Klassisch, genau. 30 Grad circa, vielleicht noch ein bisschen mehr. Da könnt ihr auch ein bisschen was hin mit dem Winkel. Hier, dass der Sitz auch ein bisschen angepasst ist. Und jetzt setze ich drauf und dann legen wir los. So, mehr oder weniger gebe ich erstmal. Du machst mal weniger, damit wir das ordentlich machen, damit du die Bewegung kennenlernst. Was du machst, ist, du lehnst dich hier komplett zurück. Führst die Hanteln eng zusammen, genau. Und jetzt bitte mit dem, warte, die Beine kurz die Hanteln weg und die Beine wirklich auf den Boden, nicht, dass du irgendwie rumkippelst. Richtig mit den Beinen auf den Boden richtig aussetzen. Ob mit Zehenspitzen oder Fersen ist egal, ob du sitzt wirklich stabil drauf. Du bist auf der Bank. Und jetzt leicht, also wirklich nicht das Hohlkreuz überstrapazieren, sondern wirklich weiß, ja. Leicht. Und hoch nach oben führen, gemeinsam gehen wir. Genau. Siehst du, du hast den Trizeps, du hast die obere Brust, die strapaziert wird und vor allem auch hier dieses fette Stück Fleisch in der Mitte, was wir da haben, also diese Ritze sozusagen in der Brust und diese Ritze hier oben, die dann quasi zum Hals geht. Fette Stück Fleisch. Und hier natürlich der Trizeps. Das sind so die drei Partien, die damit trainiert werden. Ich empfehle die Übung immer zu machen. Ergänzend, das heißt immer die Grundübungen, Banken und so weiter beibehalten auf jeden Fall. Und das hier ist eine gute, also bei mir beispielsweise ist eine gute dritte, vierte Übung, weil ich das auch immer machen kann. Je nachdem, wie weit man ist. Anfängern empfehle ich die Übung eher nicht. Fortgeschritten, so wie Nico, kann man das empfehlen. Ich mache das mal kurz vor mit ein bisschen mehr Gewicht. Okay, die ist echt nicht schlecht. Bei der Übung ist, Freunde, wenn ich sie mache als dritte, vierte Übung, ist ganz, ganz wichtig, ist, bei der Übung ist das so, dass du von der einen auf die andere Wiederholung auf einmal absolut gar keine Kraft mehr hast. Das heißt, du denkst, du schaffst es noch 3, 4, 5 Wiederholungen, dann bist du unten und dann siehst du, oh scheiße, jetzt geht gar nichts mehr. Das heißt, habt keine Handys rumliegen oder so, weil die werdet die Hanteln definitiv fallen lassen müssen. Es ist immer ein bisschen ekelhaft mit schweren Kurzhanteln, von hier irgendwie hier rüber zu schmeißen und dann mit dem Rücken aufzustehen, das ist immer ein bisschen problematisch, vor allem wenn ihr jünger seid. Das ist ja eigentlich ähnlich wie also Liegestütze auf einem Punkt, oder? Genau, ja, also sozusagen, ja. Ja, okay. Genau, das ist quasi wie diese Diamantliegestütze. Also ähnlich, wenn ihr daheim trainiert, könnt ihr die machen als Alternative. Auf jeden Fall, das hier ist eine super Übung, eher für Fortgeschrittene und auch mit ein bisschen Trainingserfahrung auch wirklich, ja. Das heißt, auch wenn ihr das mit wenig Gewicht macht, lernt erstmal die Grundübungen, lernt erstmal den Bewegungsablauf, weil der Bewegungsablauf scheint leicht, aber das siehst du selbst. Du zitterst da ein bisschen nach links und rechts und wenn euch so eine Hantel mal hier weiter rausfällt, aber der Schein, das kennt ihr, wenn ihr euch mal dreht, dreht ihr euch mal mit den Händen am Körper entlang, dann dreht ihr euch viel schneller, als wenn ihr die Arme auseinander habt und das dann eben auch das Gewicht. Das wirkt dann auch viel schwerer auf euch ein, somit könnt ihr euch wirklich schwer verletzen. Das war's. Passt jetzt hier auf, dass ihr nicht zu krass mit dem Hohlkreuz seid, weil sonst seid ihr in der Position, die eigentlich so ähnlich ist wie das normale Bankdrücken. Und hier könnt ihr mit dem Winkel könnt ihr spielen, wenn euch das zu wenig ist. Beziehungsweise ihr immer weiter nach obere, hier Richtung obere Brust und Schulter gehen wollt.
hebt ihr einfach noch den Winkel ein bisschen an und dann habt ihr es. Ich hoffe, wir konnten euch helfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.